Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Growth Projekt. Wir sind wieder auf unserem geliebten Fußballplatz unterwegs. Und wir haben jetzt nochmal nachgefragt, wir müssen die Hälfte des Fußballplatzes abmähen. Das heißt, wir haben letztes Mal schon ungefähr die Hälfte gemacht. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch die Hälfte der Hälfte, das heißt ein Viertel. Und das machen wir jetzt. Wir müssen noch die Punkte bekommen für die Challenge, die wir gerade gemacht haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das sollte ja kein Problem sein. Kann das Ding nicht einfach geradeaus fahren? Dass Tino wurmt, dass er wieder nicht gewonnen hat, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch eine Team-Challenge gewesen. Fahr mit GPS, na klar. Haben wir Punkte bekommen? Wie viel haben wir denn bekommen? Das wäre cool, wenn man das wissen würde. Ich weiß nicht, ob wir jetzt 2,5 oder 2,57 bekommen haben. Andi, guten Abend, mein Bester. Grüß dich. Müssen auch ein bisschen auf Sauberkeit achten, gut gesagt, ne? Andi, was läuft in Los Santos? Alles fit? Und Steve, danke dir für den Restart im 21. Monat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und Leubelwolf, Dankeschön für 40 Monate. Herzlichen Dank auch dir. Annabelle, Dankeschön für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Oha! Das ist halt Patch Day, habe ich schon gehört. Oh, wie langsam das aussieht einfach, ne? Ne, wir wollen das ja mitnehmen, Schweizer. Wir dürfen das ja mitnehmen. Deswegen machen wir das auf den Haufen und dann haben wir nicht so viel zum Hin- und Herfahren, weißt du? Anes! Hä? VCA, 1 Meter. Ja. Oh, wie langsam das Ding entlädt, ey. Blim, oder? Oh. Aber wo ist denn hier der Partner von dem anderen Typen da? Sollte man das hier nicht zu zweit machen? Gut gesagt, ja. Warum ist der alleine? Weiß ich nicht. Mein Traktor ist kaputt, der dammelt nicht mehr. Musst du beides anschalten? Ist an. Okay, der hier ist voll. Willst du es wegbringen? Soll ich machen? Ja, von mir aus. Ich bring's, wohin bring ich's denn? Mein Traktor ist kaputt. Also mein Name, ich muss ja wissen, wohin ich es bringen soll. Ja, letztes Mal war ja hier bei unserem Hof. Musste ihm halt nur vorher sagen, dass du da was wegbringst. Wer war das, der Spediteur oder wer war das? Ja genau. Okay, dann gehe ich da mal hin. Danke. Anschieb. Da ist besetzt, ich flipp aus. Wo hat Hannes das hingebracht? War das zum Hof oder war das woanders hin? Ne, ich glaube, er will noch ein paar XP mitnehmen.
Heutrocknung, okay. Das müsste hier gewesen sein. Ja, ich kann aber nicht abladen. Florian, mach's gut. Oh, was machen die denn? Wo ist denn Anton? Oh, Anton ist auch nicht da. Oh, Leute. Das ist wieder so ein Ding, ey. Oh, jetzt ist frei. Hammer! Ja, Hammer, hallo, ich hab Gas mit, ich wollte das abladen. Gas? 13.900 Liter. Junge, warten. Ich wurde beim Hof Thalberg bei der Heutrocknung stehen, damals letztes Mal auch reingepackt. Menschen. Schiffjahrs waren es. So, ja, wie viel? 13.900, jawohl. Kann ich abladen? Ja, kannst abladen, ich stelle was an. Ja, ich komme hin nochmal. Ja. Musst du welche annehmen, denk dran, ne? Ja, mach ich. Warte mal, wo ist es denn? Ich sehe das nicht. Ja, warte. Gut. Oh, der nimmt nicht so viel an, der Schwein hier. Kann ich jetzt in den Fahrsilo reinballern? Nee, da ist die Arsche drin. Da kannst du noch woanders. Warte, sonst bin ich wohl taskenfähig. Hilf mir bitte, ich bin alter Mann, weißt du? Ich brauche ein bisschen. Ihr habt doch keine Zeit! Warte, das hast du schon. Pass auf, da kannst du noch hinfahren. Pferdezucht. Was? Pferdezucht. Wo ist das denn schon wieder? Das ist. Wo ist denn die Pferdezucht? Jetzt hast du mir voll unter Druck gesetzt. Jetzt ist aber. Kannst du nicht unter Druck? Hier, das ist hier beim Tempelhof. Im Tempelhof? Da ist der Tempelhof. Der Feld 12. Okay, ich fahr einfach da mal. Da ist es! Markierung setzen. Gut, mach ich. Danke, tschüss. Ja, bitte schön, tschüss. Mensch, du. Okay, das hat uns jetzt 600 irgendwas XP gebracht, auf alle Fälle. Auch nicht verkehrt, ne? Für das, dass es nicht unser Gras ist. Nehmen wir mit, dann haben wir... Oh. Bernd! Ja? Ich hab ihn angetitten. Oh, du böser Bube. Ja, ich habe nachgefragt, ob das nur bei uns angekommen ist, dass wir das jetzt zu zweit machen müssen oder ob das für alle gilt. Ja. Das gilt für alle. Was ein Schwein. Ipto. Geht gar nicht. Hängt ihn höher. Ipto. Boah, ich habe jetzt aber die ganze Seite hier leer gemäht, also muss nur noch sammeln kommen. Ja, ich warte, dass ich nicht gerade bei der Heutordnung, die ist aber voll. Jetzt muss ich zum Pferdezucht hochfahren. Okay, super. Soll ich hier warten und aufpassen, oder? Ja, warte mal, nicht, dass uns ein unser Krasling, weißt du? Okay, dann warte. Hol die Kettensäge raus und verteidige das mit deinem Leben. Ich verteidige das mit meinem Leben. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Alles? Ja. Machst du schon mal Gedanken wegen den Mieten? Ja. Sonst kannst du schon mal beim Händler rufen, wenn die Spritze werden sollte.
Ja, wollen wir jetzt eine dritte? Ja, wir machen eine Spritze und wir können ja die Kombi, die wir haben, an Perks nächste Woche wieder gleich nehmen. Okay, dann nehmen wir eine dritte. Deltfahrer für Branden und Flüssigdünger. Richtig, ich würde die mittlere nehmen, weil die ist irgendwie cool, weiß ich warum. Okay, dann die mittlere. Welche denn die mittlere? Wie heißt denn das Ding? Von dreien ist die mittlere, die in der Mitte steht. Okay, ja, super, okay. Okay, dann ja, ich klär das. Ich ruf da an, ich klär das. Ich bin auf Rückkehr, ich bin gleich da. Ja. Ja, dann haben wir das zumindest gemacht. Ist eine gute Idee. Dann haben wir die Spritze genommen diese Woche. Das passt. Und nächste Woche dann, wenn das Feld reif sein sollte, müssen wir es abklären. Mal gucken. Ne, ist noch ein Ladewagen voll. Also wenn ich jetzt noch ein Ding ins Voll bringe, dann haben wir daraus irgendwie 1300 XP gezogen, was auch okay ist, ne? Und dann bekommen wir noch XP für die abgeschlossene Mission, 250 oder sowas. Oder 350? Aber das geht dann schon, es summiert sich so ein bisschen. Da muss der Hannes ranschreiben, ich bin der Abfahrer hier, ich mach das gerade nicht. Boah, könnte alles Platz haben, ne? Geworden. Bernd, hörst du? Bernd hört. Ihr macht doch gerade hier das mit dem Sportplatz, ne? Ja, wir sind fertig damit. Okay, ich wollte euch bloß mal kurz nochmal ausrichten. Das hat mir gerade hier die Leitung oben gesagt. Also ihr hättet das nicht zusammen machen müssen. Ihr habt aber dadurch, dass ihr es zusammen gemacht habt, einen gewissen Vorteil, dass ihr dann schneller fertig wart. Steht nicht drin, dass wir das zusammen machen müssten? Nein. Aber im Endeffekt ist es ja nicht verkehrt, wenn ihr es zusammen macht, weil dann seid ihr ja schneller fertig. Ehrlich? Ja. Okay, ja. Ne, also nicht, dass er denkt, dass er dort irgendwo mal im Nachteil wart jetzt. Nee, das denken wir schon lange nicht mehr. Alles klar. Kannst du uns gleich die Mission abschließen? Das mit dem Grasmähen. Das mit dem Grasmähen sind wir fertig. Ich mähe jetzt gerade nochmal hier einen Seitenstreifen, weil der sieht nicht schön aus. Aber ich mag ja, das, wenn es ein bisschen schön aussieht, weißt du? Der steht ja auch drin. Naja, muss ja auch sein, ne? Also, aber ist nur der Rand, das gehört nicht zum Spielfeld, ne? Also Spielfeld ist fertig, sag ich. Spielfeld ist fertig, das sieht picobello aus. Kannst du mit der Nagelschere kommen? Alles klar. Wie sieht denn das aus mit eurer Wolle? Ist noch nicht so weit. 250 Liter oder sowas. Ja, da habt ihr die Hälfte fast schon geschafft. Naja, aber quasi jemand zuletzt und hat uns die Quest wieder reaktiviert, damit die nicht immer aufploppt. Ah, gut, dann mache ich euch die nächste Quest rein und dann könnt ihr gleich weitermachen. Macht das, danke. Bitte. Wollt ihr noch was mitnehmen, aber hier geht leider nichts. Schade. Andere Seite? Nee, da geht auch nichts. Ich wollte das zumindest noch ein bisschen vollbringen, weißt du? Aber hier beim Ding jetzt können wir noch ein bisschen mehr hinten. Jetzt, wo wir nichts zu tun haben, können wir das eigentlich doch mal schnell machen. Und dann bringen wir dann nochmal einen vollen Anhänger weg, würde ich sagen. Nicht atmen, Anton, nicht atmen.
Guck mal, hier machen wir noch ein bisschen weg. Guck mal, die Büsche hier. Das wuchert ja alles. Das ist ja unglaublich. Guck mal, da muss sich auch jemand mal drum kümmern hier, ne? Muss den Anton auch ein bisschen unter die Arme greifen. Auch wenn er es nicht immer will, aber es bringt ihm halt schon was. Alter, wir hatten hier Terraforming-Dingens gemacht. Alter Falter. Kann ja noch besser. Nein, Werner, mach doch nicht den jetzt hier. Ach, jetzt komm schon, du scheiß Ding. Fahr doch. Aber ich bringe das jetzt einfach weg und fertig. Dauert mir zu lange. Kein Spediteur im Raum. Geilo. Guck mal, der andere mit der dicken Schaufel. In die Wiege hier, die sehen wieder saftig aus, ne? Ach, vergiss es. Ihr habt noch etwas? Ja, ich will zuerst die alte abschließen. Ah, ich muss da hier. Hallo? Ja, hallo, der Bernd hier. Moin. Ich hab da noch mal ein bisschen Gras für die zusammen gesammelt. 13,9? Ne, 11,296. 11.296 Liter. Abgeliefert? Ja, so gut wie. Bin fast da. Warte. Oh, das Ding kommt nicht mehr aus dem Dingens. Oh. Komm, gib alles. Los. Ja, keiner, schaffst du. Ja, Katastrophe, das Ding. Gleich verkauft. So, lädt ab. So, annehme und dann kann ich abschließen. Warte. Hier. Ja, habe ich gemacht. Danke. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski. Ciao. So, Chat haben wir gemacht. Wir können nach Hause. Oh, wer kommt da denn? Wilde. Der wilde Frack. So. Gucken wir uns gleich an, was es Neues gibt. Erstmal fahren wir... Ne, wir fahren nicht nach Hause. Wir haben gelernt, dass wir meistens gleich weiterfahren müssen. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an, was es denn Neues gibt, liebe Leute. Und zwar... Ist doch nur Wasser, oder? Geht zum Händler und besorgt euch dort eine Feldspritze mit Pflanzenschutz. Das ist nicht dein Ernst. Und fahrt mit ihr zu dem Feld eures Feldversuchs und bekämpft dort Unkraut. Ich flippe aus. Das kann nicht sein. Obermeier. Hallo, Herr Obermeier, der Bernd hier. Ja, Grüße. Herr Obermeier, ich brauche eine Spritze. Eine Spritze? Oh. Welche Spritze? Für was? Ja, wir müssen unser Testgeländenfeld spritzen. Ah, eine Quest? Ja. Alles klar. Haben wir am Händler. Ich bin in 30 Sekunden da. Ist denn da auch schon was drin? Nein, müssen Sie auffüllen. Wo denn? Bei uns. Am Hof. Haben Sie einen Hof? Ich hab gedacht, Sie sind nur Händler. Am Händlerhof. Entschuldigung. Ach so. Ja, das ist natürlich, ja, verstehe ich. Ich habe noch eine andere Frage. Wie weit sind Sie denn weg mit Ihrem Feld? Was? Wie weit Sie fahren müssen? Ich bin da. Nein. Oh yeah. Bis zum Feld. Achso, ganz oben links. Wir haben wieder den weitesten Weg. Achso.
Kann ich was Schnelles haben? Mit was sind Sie denn die da? Ich bekomme eine Spritze jetzt geheißen. Ja, ja, aber Sie brauchen ja Ihr Fahrzeug. Warum? Gibt doch Selbstfahrerspritzen. Nee. Wie nee? Da steht nicht drin, Anhängerspritze. Kommen Sie mal mit. Ja. Schauen Sie mal. Hier wäre die Spritze. Herr Obermeier, es war sehr nett mit Ihnen, ne? Ja, ich habe sie auch gern, aber es tut mir echt leid, aber das sind die Voraussetzungen für diese Mission. Was ist denn da? Moment mal. Kann nicht der Hannes kurz nach oben fahren? Nein. Warum nicht? Weil es ja in der Quest so drin steht. Ja, aber da steht Spritze, da steht nicht, ne? Sind Sie sich sicher, was? Ich bin mir sicher. Ich schau nochmal hin. Geh zum Händler, besorgt ihr dort eine Feldspritze. Hat Hannes gemacht. Fahre mit ihr zu dem Feld eures Feldversuchs und bekämpfe dort das Unkraut. So, perfekt. Macht der Hannes. Ich war nie da. Herr Obermeier, ich wünsche Ihnen was. Geben Sie mir schnell 2 Minuten. Ja, ich gebe Ihnen. Oder eine Minute. Eine Minute ist okay. Da. Ja. Guten Abend. Hallo, Herr Kasalek. Kasalek. Ja, wollte ich. Ja. Aber wir waren schon beim Du. Alles gut. Ja, grüße. Navi ist. Grüße. Ja, muss er nicht, weil du leistest der Rippe hier. Ist richtig. Der März ist furchtbarer Monat. Ich hasse den März. Obwohl ich April geboren bin, ne? Also. Du bist im März geboren? April? April, da siehst du. Aber nicht am 1. bevor der Witz kommt. Ja. Telefonat beendet, geht leider nicht. Lass einen Saufer rein, sag ich, wie es ist. Vorgaben sind Vorgaben. Okay, dann haue ich die Spritze jetzt vorne dran an mein Ding und dann geht los. Jo, hinten am besten. Ne, hinten geht nicht, ich habe hinten nichts, da vorne habe ich was dran. Achso, ja gut, wenn sie so spritzen können, dann ist gut. Ja, aber ist egal wie, Hauptsache es kommt an, ne? Ich kann Ihnen einen Tipp geben, die braucht sehr viel. Ja, da bin ich ja umso schneller, wenn ich damit fahre. Ja, sehr viel Spritzmittel. Vielleicht bedenken Sie Ihre Wahl von Ihrem Fahrzeug nochmal. Ich bekomme das so oder so nicht mehr mit. Ach so, ja, wegen... Ah ja, scheiße. Kann ich Ihnen den Muli da lassen? Der bräuchte mal ein bisschen lieber, so Service und Auftanken und so weiter. Ja, aber ab sofort werden keine Taxis mehr genommen. Es wird selber gefahren. Ja, sagen Sie das mal dem Wilma irgendwas das da. Es ist vorher gerade besprochen worden, dass das ab sofort zu unterbinden ist. Sollte Taxiunternehmen angerufen werden, wird das Konsequenzen haben. Perfekt, dann laufen wir jetzt nach Hause. Ja, Sie können ja auch fahren. Nee, hä, mit was denn? Mit Ihrem Ja, wenn ich den Gerät. Zum Service da lassen will, wie, Herr Obermeier, wie? Okay. Lassen Sie mal gucken, wie alt ist denn der Service? Lassen ja, das ist halb runter. Der fährt auch nicht mehr so schnell. Der Herr Hammerstiel war vorher eh gerade da. Der ist am Abend gejoggt von da drüben. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Das wollte ich ja gerade machen. Für den Service würden wir sagen, machen wir mal einen speziellen Termin aus. Da haben wir den nächsten auch einen TÜV-Mann da. Dann machen wir den Service alles mit. Aktuell fährt er noch. Gucken Sie mal, dass Sie mit dem zurückkommen und dann holen Sie sich ein schnelles Gefährt und die Spritze und dann machen wir es erstmal so. Wegen Service melden wir uns mal bei Ihnen. Hat das die Mission schon vorher jemand gemacht? Ja, ne? Ja. Wie oft kam der runter? Oft. Scheiße. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, ich überlege, ob ich den Fronter da mitnehme oder ob ich mir einen Anhänger mitnehme und die Spritze vorne dran baue. Wisst ihr, was ich meine? Ich hole jetzt einen Traktor. Ich hole einen Traktor. Dann haue ich da. Kann ich ja nicht. Scheiße, das geht auch nicht. Plattform, das bringt mir nichts. Ich würde gerne was mit Frontlader nehmen. Weißt du, was ich meine? Damit ich den Tank auch irgendwie, ne? Bernd? Ja, scheiße. Ja, bei der Arbeit. Ich bin jetzt mit dem Brit unterwegs. Ja. Wollen wir jetzt Anton nochmal fragen, wie das jetzt ist hier mit dem Feld 37? Ja, frage ich gerne mal. Ich habe gerade andere Probleme zu lösen. Wieso? Was haben wir denn? Ja, ich habe eine Spritzaufgabe bekommen mit einer kleinen Popelspritze von Hans Meyer Hubert gegenüber. Mit 1,2 Meter Arbeitsbreite. Und da muss ich jetzt unter Testfeld ganz oben spritzen. Da fahre ich 27 Mal hin und her. Aber wir haben doch eine Spritze. Ja, die dürfen wir nicht nehmen. Wer sagt denn das? Ja, das ist Händler und Ruhekammer und ach, weiß ich. Latte. Ich fahre da jetzt 100 Mal hin und her mit der kleinen Trickspritze. Latte. Was, wenn ich dir einfach helfe? Ja, das wollen die nicht, weil es muss mit der, ja,
Wir sollen auch sonst in meinem Team arbeiten. Ja, was soll ich dir sagen? Heute ist auch morgen so, ne? Es ist halt leider. Es ist. Oder dürfen keine Taxis mehr genommen werden. Was denn für Taxi? Ja, hier hin und her teleportieren ist nicht. Ach so. Ja, ja. Mhm. Also laufe ich jetzt demnächst zu Fuß überall hin, ja? Richtig. Mhm. Okay. Ich hab ne Idee. Scheiß drauf. Okay. Klär du okay, das mal super, gerne ab, ich frag ja. Anton mal. Jo, ja. Später. Wir machen das einfach mit dem Aufsatz, scheiß die Wand an, ey, oder? Oder Chat, was sagt ihr? Ja, komm. Wir haben uns die Plattform dran, machen das Frontmähwerk ab. Und aber wie soll ich es dann aufladen? Dann geht's dann los, weißt du? Ja, wir können das nicht aufladen. Genauso wird's kommen. Hundertprozentig. Alles? Hä? Was hast du jetzt noch drin? Flüssigdünger. Okay, hast du Pflanzenschutz schon gemacht oder noch nicht? Mach ich jetzt. Okay, hey, wir machen das jetzt so, Hannes, aber pssst. Ich fahre jetzt einmal mit dem Drecksing nach oben hin und du fährst oben hin und ich überlade den Flüssigdünger einfach. Im Großen und den Kleinen. Da habe ich mit der kleinen Spritze gemacht. Hä? Achso, Flüssigdünger oder Pflanzenschutz? Pflanzenschutz. Ja, weil du gerade Flüssigdünger gedacht hast. Nee, ja, weil du Flüssigdünger drin hast. Pflanzenschutz brauchen wir da oben. Ja, bring ich dir hoch. Okay, aber nichts dem Händler sagen. Nö, ich brauche ja Pflanzenschutz. Ja, ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wird in die Hose gehen, das ist euch hoffentlich klar, oder? Alter! Hat ein Gerät, ey. Ah ja, erstmal am Hofer planen. Ah, Hannes, Alter. Ich habe unseren Honig gerade wieder platt gefahren. Appetit ist doch Pflanzenschutz. Es wird so schief gehen, ne? Aber soll uns mal jemand beweisen. Alter, Hannes wird auch wieder der letzte Mensch hier, ne? Das ist doch nie noch. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Das stimmt war noch gleich, Freund. Ich würde dann einmal gerne Pflanzenschutz mitnehmen. Ja. Hallo, Herr Obermeier. Ja, Herr Amter. Haben wir jetzt das richtige Fahrzeug mit für Ihre Vorstellung? Jein. Wir hätten den IBC-Container auch mitnehmen können ans Feld. Sagen wir es mal so. Ah, das wäre natürlich ein 50er-Move gewesen. Den ja, ich jetzt aber nicht ich schnell. Kann Ihnen ja nicht alles das Gelbe vom Ei wünschen. Warum also, denn ja nicht? Warum weil nicht? Weil das nicht geht. Okay, können wir uns einen kurzen Deal ausmachen, Herr Obermeier? Ja. Sie gucken jetzt einfach eine Minute in Richtung unseres Hofes. Nein. Warum nicht? Nein. Ich nehme nur die zweite Spritze mit, falls die andere kaputt wird. Nein, eine. Okay, ich fahre jetzt. Danke, tschüss. Guten Tag. Boah, es ist richtig schwierig, böse zu sein. Also, böse, ne? Ja, was soll passieren? Ohne Scheiße. Also, von da sieht es aus, wie wir nichts mit hätten, ne? Nee. Schnibbel, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Wenn das so ist, das Kunst. Ja, das wollen die hier so, die was zu sagen haben. Vorne fährt was. Kann aber keiner von unseren sein. Der wilde Frank. Ach, die häckseln hier oben. Hier oben war doch unser Testfeld, ne? Macht euch bereit, die Spritze macht sich auf. Dauert nur einen Moment. Guckt jetzt das Mega-Ding an, Alter. Puh. Ist schon fett, ich weiß. Nur ein bisschen eifersüchtig werden. Es ist Wahnsinn, ne? Holy shit, Alter. Gut, liebe Leute, wir machen Feierabend für heute. Das heißt, wir sind fertig mit der Folge. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Bye bye.